Angst vor der Spritze? Warum eigentlich? Und vor allen Dingen, kann ich eigentlich alles mit Betäubung bekommen? Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. In diesem kurzen Video möchte ich einfach zwei Fragen mit euch klären. Nimmst du eine Spritze, eine Zahnspritze beim Zahnarzt? Für welche Behandlung bekommst du die? Wann möchtest du die? Oder gehörst du eher zu den Menschen, die sagen, ey, nee, ich habe so eine Angst vor der Spritze? Da möchte ich mit dir einfach mal in die, ja, Diskussion gehen. Wovor hast du eigentlich Angst, beziehungsweise warum? Schau, es ist ja so, viele Menschen kommen zu mir in die Praxis und sagen, die haben Karies, brauchen eine Füllungsbehandlung. Kann ich auch eine Spritze kriegen? Ja, klar kannst du eine Spritze kriegen. Ich weiß nicht, ob das noch aus der alten Zeit kommt, wo vielleicht vor 20 Jahren die Zahnärzte so ein bisschen geizig waren mit den Betäubungen. Ich kann mich da selber noch an Kindertage erinnern. Ich hatte jetzt wirklich überhaupt keine Angst vor einer Spritze, aber ich hatte so das Gefühl, das Kind hat irgendwie auch nicht geholfen, ne? So, und vielleicht ist das bei vielen von euch auch noch so der Fall, dass im Kopf einfach drin ist, ja, ist unangenehm, aber so richtig betäubt war das auch nicht. Ich weiß nicht, schreibt mir das ja gerne mal in dieses Video, weil ich möchte einfach von euch lernen, was eigentlich so eure Einstellung ist mit diesen Zahnspritzen. Weil bei mir in der Praxis ist es so, wenn du das möchtest, du kannst für alle Behandlungen eine Spritze bekommen, ist doch klar. Ja, und ich glaube auch, dass die meisten jüngeren Zahnärzte und die jungen Zahnärzte da überhaupt keine Schwierigkeit mit haben. Weil die oberste Priorität für mich ist auch, dass die Patienten bei mir in der Praxis keine Schmerzen haben. Das ist extrem wichtig. Und ich glaube auch, ein ganz großer Grund ist, dass man ausreichend als Arzt, als Zahnarzt warten muss, bis einfach diese Lokalanästhesie wirkt oder einfach auch nochmal nachspritzt. Also, um das nochmal zusammenzufassen, ich sehe keinen Grund, kurze Unterbrechung an dieser Stelle, ich suche dich, wenn du dich auch gerne mit Instagram und vor allen Dingen auch YouTube Videos, Karten beschäftigst, du Final Cut oder Premiere drauf hast oder auch gerne lernen möchtest, weil ich suche jemanden, der mich auf diesem Social Media Bereich einfach unterstützen möchte, um den Menschen vor allen Dingen die Angst vom Zahnarzt zu nehmen. Wenn du dazu gehörst, dann klicke jetzt unten unter dieses Video, da findest du die E-Mail, schreib mir einfach, wir lernen uns kennen. Ich sehe keinen Grund, warum ich irgendeine zahnärztliche Behandlung ohne Spritze machen sollte, wenn der Patient es wünscht. Wenn, es gibt natürlich unterschiedliche Menschen, es gibt Menschen, da kannst du quasi, ich übertreibe mal, einen Zahn ziehen ohne Spritze, die merken das einfach nicht, das ist denen völlig egal. Und da kannst du die tiefsten Löcher bohren, die brauchen keine Spritze, da tut einfach nichts weh. Also du siehst, es ist total individuell, was für ein Typus du einfach bist. Möchte ich für alles eine Spritze, zum Beispiel auch bei der Prophylaxe, überhaupt kein Problem? Oder sagst du, nee, ich halte das durch, weil dieses Gefühl danach ist irgendwie furchtbar, brauche ich nicht, fühlt sich alles furchtbar dick an dieser Stelle. Du siehst immer genauso aus wie vorher auch, ja, und du kannst nicht reden, kannst nicht trinken, es ist mega unangenehm. Und ich kann das verstehen, wenn zum Beispiel Kinder, die noch nie irgendwo eine Betäubung, eine Spritze bekommen haben, dass die irgendwie nicht wissen, was auf sie zukommt. Das ist logisch. Ich versuche es dann mal so ein bisschen damit zu vergleichen, dass ich gerade Kinder frage, Mensch, hast du schon mal Blut abgenommen bekommen beim Hausarzt? Und wenn sie das bekommen haben, dann ist es für sie einfach genau andersrum. Ja, da wird nicht was entnommen, da wird was reingedrückt und es ist ein Druckgefühl. Ja. Aber wenn du halt als Zahnarzt dir auch Mühe gibst und du möchtest, dass deine Patienten einfach einen positiven Eindruck bekommen, dass sie schmerzfrei behandelt werden, dann setzt du einfach als Zahnarzt erstmal so ein kleines Depot, betäubst das quasi vor. Ich muss gestehen, ich bin überhaupt kein Fan von dieser Oberflächenanästhesie, wo man entweder mit Erdbeergel oder mit Eis das betäuben kann. Weil ich glaube, dass es mit einem minimalen Oberflächenpeak, sage ich jetzt mal, ein bisschen vorbetäubt, viel tauber in der Oberflächenanästhesie ist, als wenn du das irgendwie mit Eis einsprühst. Ich weiß, viele Kollegen machen das, das können sie auch. Für mich ist das in der Praxis keine Option, sondern es ist wesentlich erfolgreicher, viel weniger unangenehm für die Patienten, wenn die richtige Betäubung kommt. Und es ist ja auch so, es ist schwierig zu sehen und wir versuchen das gleich nochmal als Foto einzublenden.
diese Kanülen, dieser Spritzen sind extrem dünn geworden heutzutage. Das heißt, an dieser Stelle lade ich dich ein, schreib mir noch gerne einfach mal, was stört dich an der Spritze? Weil es gibt ja immer wieder Menschen, die kommen in die Praxis und sagen, ja, ich habe Angst vor Bohren und ich habe auch Angst vor der Spritze. So, was machen wir denn jetzt? Wenn wir natürlich schon von dem Argument hergehen und sagen, ja, also die Spritze ist ja schon ein Vorteil und wir sollten schon froh sein, dass wir diese Möglichkeit heutzutage haben, dass wir es etwas schmerzfreier bekommen. Weil wenn man sich vorstellt, manche Behandlung ohne Spritze zu bekommen, schönen Dank, möchte ich auch nicht haben. Ja, weil in manchen Ländern ist das ja noch so, machen wir uns nichts vor. Es gibt verschiedene Techniken, die sieht ein bisschen futuristischer aus, macht aber eine extreme Schmerzfreiheit. Ja, also im Prinzip nochmal zusammenzufassen. Versuche einfach das Positive zu sehen und wie gesagt, bei mir in der Praxis gibt es überhaupt keinen Grund, keine Spritze zu nehmen. Du kannst alles mit Spritze machen. Du kannst aber auch sagen, ich probiere es erstmal und wenn es unangenehm ist, heb die Hand, melde dich und dann können wir immer noch betäuben. Ich finde, das ist für manche Patienten auch ein extremes, ja, ein Sicherheitsgurt, dass sie die Möglichkeit dafür haben. Und es ist einfach so, dass diese Spritzen extrem dünn sind. Es hat bestimmt auch extrem viel mit der Technik des Zahnarztes zu tun, wie gut er einfach spritzt. Aber an dieser Stelle lade dich ein, schreib mir mal einfach deine Erfahrungen. Es wird bestimmt eine mega interessante Diskussion unter diesem Video entstehen. Nimmst du eine Spritze? Nimmst du keine Spritze? Was hast du für Erfahrungen gemacht? War es gut? War es schlecht? Ich freue mich, dass du dabei warst, dir die Zeit genommen hast. Bis zum nächsten Video. Ciao.